Jo, hallo Johannes, ich schaue mir jetzt dein Match an auf Langres, nördlich PE gegen südlich Ami, so wie es ausschaut. Ich habe bei 5 Sekunden pausiert und werde die 5 Sekunden Pause in 5 Sekunden aufheben. 5, 4, 3, 2, 1, los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Ja, Cap mit dem Kettengrad, wo willst du hin? Xenomunition cappen? Nee, Cap auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite ist auf der Map der Schwerpunkt. Gib gleich die zweiten PGs in Auftrag. Cap lieber alles rechts. Rechts sind plus 20 in Munition, plus 20 Sprit. Links sind nur plus 10 Sprit und plus 16 Munition, ist deutlich weniger. Gib G3 40 her. Ich würde mich nicht auf Experimente einlassen. Keine Brandnades. Gib G3 40 her. Dem ersten PG-Squad. Dein Capping ist ungewöhnlich. Cap lieber rechts, Mann. Der ganze Sprit ist rechts. Wenn du die rechte Seite hältst, kriegst du zwei Siegmarken. Kriegst du zwei Siegmarken und du hast den Großteil der Depots, deshalb würde ich rechts kämpfen auf der Map. Und dann muss dein Ketten gerade auch rechts cappen. Den ganzen 10er Sprit rechts muss es cappen. 10er Sprit und 10er Munitionen rechts muss es cappen. Ja, jetzt fahrt. Ja, jetzt fährst du wieder rüber. Das ist eigentlich Unsinn. Du musst viel früher rüber und cappen. Jetzt bist du die Wege hier alle doppelt gefahren. Das muss echt nicht sein. Das nächste Mal cappst gleich drüben. Kannst du eine Cap-Schlange in Auftrag geben und dann später noch da drüben cappen oder irgendwann mal cappen, aber. Jetzt connecte und dann ab mit den Grants nach vorne, am besten zu den Heuhaufen hier hin und bei der 10er Munition. Da Captain Gegner hat was gespielt? Drei Pyostat? Drei Pyostat gegen PE? Dann Baracken gebaut? Ist ja ungewöhnlich. Okay, ja, mit den G43ern am besten hier in der Nähe der Heuhaufen und Captain. Ich würde empfehlen, mit dem vierten PG oder spätestens mit dem fünften PG Gebäude zu bauen. Länger würde ich nicht warten. Länger würde ich nicht warten, sonst kommt ATHT zu spät oder Shrek oder was auch immer du als AT bringen willst, kommt dann zu spät sonst. Ja, kommt natürlich darauf an, wie viel Sprit der Gegner bringt, aber der Erfahrung nach ist es so. Ja, was macht denn der Gegner da? Outpost auf alle 10er Munitionen, selbst auf jeden Fall an der Base, die total leicht zerschossen wird. Was will er machen? Flamer Spam? Wieso baut er nichts mit seinen Baracken? Was spielt denn der? Also es gibt schon Möglichkeiten, Angie Spam zu spielen, aber dann mit WSC und mit mehr Pyos noch. Was macht der? Wozu hat er die Baracken gebaut, wenn er nichts bringt aus den Baracken? Ja, entweder du baust jetzt deinen vierten PG oder baust mit dem dritten Gebäude, aber jetzt bauen vierten und dann baust Gebäude. Kämpf noch weiter, baust den vierten PG, okay. Ja, greift die an, greift die Typen an und zwar rechts, kämpf rechts, das ist viel wichtiger. Jetzt siehst du auch, dass der Pyros sind, dann würde ich rechts rübergehen mit der gesamten Truppe. Nicht links, dann kämpfen die da rechts wieder alles weg, man, konzentriere dich auf eine Hälfte. Ja, weg mit dem Kettengrad hier, lass ihn auf kurze Distanz abfertigen. Ich würde nicht da links rüber gehen, würde ich mich nicht drauf einlassen, sonst schneide ich nur ab und capne rechts alles weg. Hol dir die ganze rechte Seite und dann gehe unterhalb nach links rüber. Und jetzt würde ich auch mal empfehlen, dass du Gebäude baust. Mit dem vierten PG würde ich Gebäude bauen. Kannst einen Infantry Half-Track rauskloppen und danach auf T4 gehen, wenn du willst. Ja, schneide dich vor deiner Base ab. Ja, bau was, du hast den Sprit T2, ja, würde ich auch eben sagen. T3 nur als Teil einer T1, T3 Taktik. Und dann darfst du kein G43 ergeben. Jetzt kämpfen die dich vor deiner Base weg. Da du links bist, kommst du auch nicht weg. Das ist totaler Unsinn. Ja, mach den D-Cap links und dann geh wieder nach rechts rüber, bevor die wieder alles wegcappen. Das muss echt nicht sein. Einen Infanterie-Half-Track würde ich bringen. Oder kannst auch zwei bringen, aber dann musst du dich beeilen und auf Shreks gehen. Oder schnelles D4 mit ATHT. Aber der Gegner hat noch nicht allzu viel Sprit gekriegt. Ja, geh halt wieder nach rechts rüber mit deiner gesamten Truppe. Nicht aufteilen. Wenn du dich aufteilst, verlierst du als PI. Du musst zusammenbleiben. Die Feuerkraft liegt. Fast deine gesamte Feuerkraft liegt in diesem G43er Squad und der Rest muss das Kugelfang herhalten, weil das G43er Squad nichts aushält. So, Kettengrad vor die Base und das hier wieder alles cappen. Ja, jetzt wirst du links angegriffen, aber ohne G43 hast du keine Chance, bleib zusammen, Gegner zieht dich zurück, geh wieder nach rechts rüber und nimm rechts wieder alles ein, rechte Seite ist wichtiger. Bauen Infanterie Half-Track bauen, jawohl. Cap wieder rechts alles, hopp, Grants nach rechts rüber. Die haben doch links überhaupt keine Chance, die verlieren schon gegen zwei Rifle Squads, da diese sechs Mann. Ohne G43 und Cap mit dem Kettengrad. Diesen scheiß 5er Sprit im Eck, der ist egal. Cap den Kontrollpunkt und greif wieder rechts an. Kettengrad ist dafür gemacht, die großen Depots zu cappen. Ja, links die 16er Munition, die kannst du niemals halten, das kannst du voll vergessen. Ich finde es ja gut, dass du den Kontrollpunkt vom Feind auch gut gecappt hast, aber dann hier bloß rumzustehen und nichts zu tun ist Unsinn. Hol dir die rechte Seite. Der Gegner redet im Moment wieder Sprit und Munition ohne Ende. Jetzt wird er dann auch mit Flammer Kommentar, zwei Rifles. Ja, jetzt kann die Truppe da links niemals aufhalten. Du musst zusammenbleiben als PE. Bleib zusammen. Wenn du nicht zusammenbleibst, verkackst du als PE und total. Ja, Gegner legt sich mit grüner Deckung an, während er selber in gelber Deckung steht. Ist nicht witzig. Jetzt fass deine Truppen zusammen. Du hast überhaupt keine Chance, Mann. Du kämpfst viel zu zerstückelt. Sicher dir die rechte Seite. Nicht nach links rüber, wenn du es nicht halten kannst.
Ja, die Einheiten hier, die zweimal längst zurückziehen müssen, längst raus, kriegt bloß voll Unikill, ja. Wir gehen am 40er nicht in Nahkampf, bist du wahnsinnig? Ab ins Haus, ab ins Haus. Ja, was willst du denn hier drüben? Diese scheiß 16er Munition auf, die ist geschissen. Ja, zwei Mann Rückzug nach Hause, Retreat, ein Mann, ah, wird scheiß knapp. Aber auf offenem Feld kommen die um die Rifles ohne Ende. Ja, wieso hast du den nicht rechts gesichert? Das ist viel wichtiger. Jetzt hast du deinen gesamten Sprit verloren. Du kriegst im Moment überhaupt keinen Sprit. Kämpf rechts. Rechts ist die wichtige Seite auf der Map. Links ist scheißegal. Jetzt sind sie mit Flamer da. Ja, weil sie am Outpost auf wirklich alle, auf alle Munitionsdepots. Ein Mann zurück nach Hause. Das war total beschissen hier. Wenn du rechts auf offenem Feld kämpfst, dann passiert dir hier sowas nicht mit den Flamern. Ja, verpiss dich da rechts. Verpiss dich links. Gegen den Flamer gehst du nur drauf. Ja, geh weg da links. Das bringt's auch nicht. Oh, oh, sichert dir wieder die rechte Seite. Dein Infanterie ist komplett draufgegangen. Toll. Echt wahr. Fahr den Infanterie-Hauptjack raus und greif rechts an. Links ist scheiße für dich, weil du nicht auf offenem Feld wirken kannst. Ja, also schieß auf die Rifles auf offenem Feld, dann kannst du vielleicht suppressen. Halt auf Distanz, nicht, dass du dir Sticky oder Granaten fängst. Ja, geh wieder weiter hinter. Weiter weg, Rückzug mit den G43er. Nicht Retreat, aber normaler Rückzug. Greif halt endlich rechts an. Rechts ist viel wichtiger als die scheiß linke Seite. Linke Seite ist nur ein Sprit. Nur ein Sprit und die eine 16er Munition. Das reicht ja längst nicht. Rechts ist viel mehr. Kämpf rechts. Außerdem ist rechts für dich viel leichter zu kämpfen, weil der Gegner da keinen Schutz hat. Das muss auf offenem Feld. Hier hat er überall Schutz in den scheiß Häusern. Jetzt zieh dich halt mit dem Infanterie Hauptstrich zurück. Du willst doch nicht gegen Flamer drauf gehen. Es muss echt nicht sein. Ja, repariere deinen Infanterie Hauptstrich bei Gelegenheit. Kannst du ja Panzerabwehr Doktrin nehmen und dann den deinen Infanterie Hauptstrich reparieren. Jetzt, die schneiden dich überall ab. Dann einfach die Hauptstadt, gib ihm Deathwed. Ich würde zuerst Deathwed hergeben. Deathwed 1 bringt noch die vollen Boni erst. Deathwed 2 bringt dann weniger. Repariert dann einfach die Hauptstadt. Ja, mit Bar. Welcher Idiot von Ami geht gegen P auf Bar? Ja, bricht T4 sofort ab. T4 abbrechen und baut T3 und bring AC. Nicht T4 fertig bauen. Wofür denn T4? T4 würde ich nur einsehen, wenn du jetzt auf P4 gehen willst. Aber du hast überhaupt keinen Sprit. Du kriegst auch keinen, weil du nicht rechts kämpfst, sondern links. Dann bringt es überhaupt nichts, T4 zu bauen, weil ohne P4, T3 wäre jetzt genau richtig. Mit AC und die auf offenem Feld weg ohne Ende und die kriegen keine M8. Kämpf rechts, scheiß auf die linke Seite. Was gibt's denn hier? Blöden 10er Sprit, das war's. Rechts gibt es 2 10er Sprit, 2 10er Munitionen und 2 Sigmarken. Die eine Sigmarke direkt vom Feind, da kannst du eh kaum angreifen. Also wieder ein Mann verloren. Ja, du hast einfach keine Deckung hier auf offenem Feld, das ist kacke. Ja, du hättest... Was machst du jetzt mit T4? Was machst du mit T4? Du kannst überhaupt nichts bauen. Kannst überhaupt nichts machen. Ist Unsinn. Wähl Doktrin ab 2 CP brauchst du 80 Experience Points für den nächsten CP. Bis 2 CP brauchst du nur 60. Also wähl Doktrin. Kannst du Panzerabwehr Doktrin nehmen und dann den Infanterie-Truck, Infanterie-Aufträge reparieren. Dann hast du 2 Infanterie-Aufträge auf dem Feld, aber der Gegner ist in den scheiß Häusern drin. Was machst du denn? Steck G43 ins Haus rein und knall den Flamepire auf offenem Feld mit dem Infanterie-Aufträge ab. Dann können die G43 aus dem Haus gut rauswirken. Aber wozu zum Teufel hast du T4 gebaut, wenn du keinen Sprit kriegst? Du hättest T4 sofort abbrechen müssen, als du gesehen hast, Gegner geht auf Bar. Dann musst du T3 bringen, AC. Weil mit Bar kommen die gegen ACs nicht klar. Dann ownst du sie total weg mit deinen ACs. Ja, der Gegner hat die gesamte Map-Control und du verschanzt dich hier in einem scheiß Eck, wo nur unbedeutende Depots sind. Der totale Schwachsinn. Greif rechts an. Rechts sind die ganz großen Depots, rechts sind 2 Siegmarken. Gegner hat schon 100 Victory Points verloren, weil er sich nicht um die Siegmarken gekümmert hat. Jetzt baut er noch Fahrbereitschaft. Na klar, der Sprit ohne Ende, weil du nur links kämpfst, wo links total unwichtig ist. Ja genau, knall den Flamper ab und geh ins Haus rein. Pass auf, dass du keinen deiner Infanterie-Aufträge verlierst. Brandnades würden dir auch helfen, aber das lasst du jetzt. Du musst schon fast jetzt AT-AT aus T4 bringen. T4 hat überhaupt nichts gebracht. Was wozu T4? Wenn der Gegner auf Bar geht, mit welcher Einheit? Du hast keinen Sprit für P4. Was willst du denn bringen aus T4? Brandnades, okay, dann wirf sie auch. Wirf jetzt mit dem G43er Squad. Das da oben rumgammelt. Wir sind bei 9 Minuten. 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, Brandnet. Jetzt wieder raus. Jawohl, Gegner wird auf offenem Feld ordentlich zusammengeballert von dem Infanterie-Abdreck. Bleib auf Distanz, die können Sticky haben. Bleib auf Distanz, die können Sticky haben. Ja, Gegner akzeptiert die Full Unit Kills, so ein Trottel. Ja, was bringt sie jetzt? Kannst du wieder die 16er Munition einnehmen, was wieder eine Ewigkeit dauert. Toll, der Gegner hat jede Menge Sprit gekriegt, bringt jetzt die Macht. Das kannst du nicht machen, Mann. Kämpf rechts, rechts ist die wichtige Seite. Links ist scheißegal auf der Map. Hol dir unbedingt die Bar ist eine super Waffe. Rechts ist die wichtige Seite auf der Map. Links ist egal. Kettengrad wieder ab nach vorne, Kämpf wieder rechts. Was steht das Kettengrad rum? Bist du über eine Mine gefahren anscheinend mit dem Infanterie auf die reparieren und cappen.
Bar aufgenommen, wunderbar. Cap hier das Depot. Solange du hier rumstehst, sieht dich der Feind. Der sieht es ja alles. Der sieht es ja alles, weil er den Sektor hat und weil er Sicht hat. Der sieht es ja alles. Der kann den Mörser drauf und dann verlierst du auf einmal alle PGs, weil die reparieren. Mann, du musst den Sektor cappen, ja endlich. Aber das dauert mit PGs natürlich ewig lang, weil die nur mit 75% der normalen Geschwindigkeit cappen. Wozu steht das Kettengrad zu Hause rum? Das Kettengrad muss cappen, der Rest muss kämpfen und reparieren. Oh Mann. Reparaturfähigkeit, ja, jetzt hast du endlich Panzerabwehrdoktrin genommen. Dann schickst Kettengrad auch noch vorne und schickst zum Captain, dafür ist es da. Nicht um in der nicht um im HQ rumzulungern. So, jetzt kann der Gegner auch, da der Gegner viel Sprit gekriegt hat, im 8 auf dem Feld, sobald du siehst, musst du sofort ATHT bauen und dich mit deinem Recht zurückziehen. Genau, jede Menge Minen gelegt. Ja, was campst du denn hier links? Das sind keine Siegmarken, die du einnehmen kannst, die hier andere kannst du nie halten. Du hast beschissene Rückzugwege, Rückzugswege, der Gegner hat minimale Anlaufwege. Wenn du rechts kämpfst, ist alles anders, ist viel günstiger. Links zu kämpfen ist total beschissen, überall Häuser, wo der Gegner mit Flamepiles reinkommt. Jetzt hat er Macht da, jetzt bist du aufgeschmissen. Ja, baust ATHT schon, ja, richtig. Lauf Distanz mit Empathy Half-Tracks und verlierst sie bloß. Ja, schießt auf die Rifles. Ja, hol dir so schnell wie es geht, Hetzer. Flamepower ausschalten, jawohl. Infanterie Half-Track zurückziehen, Infanterie Half-Track zurückziehen, sonst verlierst ihn. Okay, die Rifles verliert der Gegner allesamt. Zwei Mann mit Bar zurückziehen, zwei Mann mit Bar längs zurückziehen. Ah, ja, okay, jetzt hat die Rifles ausgeschaltet, das Motorschaden, jetzt kommst du nicht mehr davon. Hättest du schon längst abhauen müssen. Du verlierst beide Infanterie Half-Tracks, wenn du nicht aufpasst, beide. Ja, hopp, ATHT sofort nach vorne, Infanterie Half-Track hättest du schon längst zurückziehen. Der Gegner geht mit seinen Rifles drauf, hat auch keine Deckung. Ja, einfach die Hauptdeck verloren. Wo bleibt der ATHT? Hopp, ab nach vorne, nicht rumgammeln. Ja, kipp endlich rechts wieder. Wo zum Teufel, für was zum Teufel ist das Kind gerade da? E43er würde ich offensiv aufrüsten, nicht defensiv. Ja, Gegner akzeptiert wieder voll Unikill bei den Bars. Jetzt verlierst du auch noch den zweiten Infanterie Hauptdeck. Warum hast du den nicht ab mit den Fahrzeugen? Was schießt du mit E43 auf den M8? Die durchschlagen den kaum. Halt rechts los, bewegungsunfähig machen, hau mit dem Infanterie Half-Track ab, jetzt hat sie ihn auch noch verloren. Also das wäre echt nicht nötig gewesen, hau ab mit dem Infanterie Half-Tracks, wenn der Gegner daher kommt mit dem 8. Bleib auf maximal Range gegen den 8. G43 aus dem Haus raus, G43 aus dem Haus raus. G43 aus dem Haus raus, du gehst dann nur drauf, wenn du drin bleibst. Ja, die haben hier ordentlich abgeknallt, ich kämpf endlich wieder rechts. Da ist es wichtig auf der Map und da kannst du auch offen kämpfen, weil das Gelände so offen ist. Und weil die Anlaufwege des Feindes wesentlich länger sind. Jetzt schick die endlich raus, aus der hinteren Tür hättest du rausschicken müssen. Auf der seitlichen Tür, auf jeden Fall nicht da. Jawohl, er macht zerstören, jetzt kämpft endlich wieder rechts, so wie sich's gehört. Reparier dein Kettengrad und nimm rechts wieder alles ein. Jetzt bist du auch wieder rechts, hol dir einen Hetzer, den brauchst du auch. Der ist super. Jetzt kämpf halt rechts, links ist doch scheiße. Da gegen überall Deckung und ewig kurze Anlaufwege. Rechts ist viel wichtiger, da ist der ganze Sprit. Zwei Drittel des Sprits sind rechts, nicht links. Ja, was willst du mit den Fahrzeugen allein links? Brauchst schon Infanterie dazu. Mörser Half-Track weg. Mörser Half-Track weg. Kannst du die Spezialfähigkeit mit dem ATHT anwenden oder die Brandgranate. Aber bleib auf Distanz. Ja, kämpf halt rechts. Ja, was macht denn der Kettengrad? Der steht seit 10 Minuten bloß blöd in der Base rum. Hast du jetzt die Zusatzfähigkeit angewandt? Ja, anscheinend trifft sie auch ganz gut aus dem Haus raus. Wunderbar, müssen sich verpissen. Brandnet, jawohl, schmeiß. Ja, Gegner flieht nicht, Gegner lässt sich abknallen. Strafing. Wunderbar, kein Polionikill, hat sich nicht rentiert für den Feind. Ein Mann Bar nach Hause. Ja, die anderen können ruhig da bleiben. Worauf hat eigentlich der Mörser Half-Track die ganze Zeit geschossen? Ich muss auf die Typen schießen, die Captain. Du wusstest auch, dass die Captain kämpft halt wieder rechts. Und wozu hast du T4 gebaut? Da wäre T3 locker gegangen und dann schiebst du einfach noch Shrex nach. AC wäre wesentlich besser gewesen gegen die Rifles. Wenn die auf Bar gehen, musst du mit AC antworten. Ja, okay. Rechts ist viel wichtiger auf der Map. Rechts ist viel wichtiger. Hole den Hetzer, wenn es geht. Bar würde ich offensiv aufrüsten, damit die Waffe noch stärker. AT-Minen in der Mitte gelegt. Ja, okay. Zwei AT-Minen. Ja, das sind wichtige Chokepunkte. Da wird der Gegner vorbeifahren. Gute Minenposition. Aber du musst auch Kettenbrecher bereithalten. Hast du Verteidigungsmaßnahmen? Nein, hast du noch nicht erforscht. Ja, wenn du das Ketten gerade reparierst, muss er endlich mal cappen. Capp den Gegner die ganze rechte Seite weg. Oder capp zumindest links, sondern mach irgendwas mit dem Ketten gerade. Nicht nur drum rumstehen lassen. Hopp, ab nach vorne. Du rüstest jetzt immer defensiv auf. Ja, ich wüsste nicht, warum nicht alle ins Haus rein. Was soll denn das? Da geht's ja bloß gegen Mörser drauf, außerdem brennt das Haus. Ja, entweder du cappst hier oder du greifst rechts an.
Rumstehen bringt überhaupt nichts. Hol dir den Hetzer, greif mit dem Mörser die da hinten an, während sie cappen. Infanterie dazu, G43er dazu. G43er dazu, nicht bloß blöd rumstehen. Du weißt, die cappen dir den Sprit weg, greifst du allein, du hast Mörser Half-Track da. Ja, Hetzer, gleich Periskop und links angreifen. G43er und Mörser Half-Track links angreifen. Was wartest du denn? Die cappen dir den weg. Du kannst dich super unter Beschuss nehmen, während die cappen. Da gibt's überhaupt keinen Grund zu warten, setz endlich dein Kettengrad ein. Setz dein Kettengrad zum Reparieren ein, wenn's schon nicht cappt. Jetzt schieß auf die Mac. Ja, du weißt doch, dass die da cappen. Was machst du denn mit deinem Mörser auf? Du fährst bloß blöd in der Gegend rum die ganze Zeit. Ah, Mann. Ja, was macht denn dein Mörser auf? Jetzt steht er da im Haus. Setz ihn halt ein. Wenn du weißt, der Gegner kippt, dann greif an. Nicht getrennt angreifen. Jetzt greifst du links und rechts an und du wirst beide Kämpfe verlieren. Du kannst als PE nicht mehr an allen Fronten gleichzeitig angreifen. Toll, mit dem Hetzer voll reingefahren. Jetzt kriegst du Dicke hier. 1A, super. Kannst dich machen. Du kannst dich getrennt an allen Fronten angreifen. Das kannst dich bringen. Folionikill in der Mitte. Hetzer am Rand, Kanone beschädigt. Ist gleich nochmal Sticky drauf. Das ist alles scheiße. Du musst mit PE auf einem Haufen kämpfen. Auf einem Haufen kämpfen bleiben. Die Airborne Ranger, die können dich hier fertig machen. Wenn die Granaten kriegen. Die haben kaum keine Granaten, aber die sind anscheinend auch nicht hinter deinen Grants her. Ja, was hat der Mörser Half-Track jetzt gebracht? Du hättest die beim Captain abknallen müssen. Dann hättest du jetzt gerade noch so rausgekommen. Reine Schwein, jetzt werden die Airborne Ranger ihn kassieren. Ja, die können den Hetzer zerstören, wenn sie einfach nur stehen bleiben und schießen. Ja, wieso schießen die nicht auf deinen Hetzer? Frag mich nicht, echt keine Ahnung. Aber das kannst du nicht machen. Greif an einer Front an. Du kannst als Bee nicht getrennt kämpfen. Jawohl, verlangsamen war eine gute Idee, aber der Gegner schießt auch nicht, weiß nicht, was der will. Ja, jetzt zieht er sich zurück. Was sollte der Angriff, wenn er nicht schießt? Ach, keine Ahnung, frag mich nicht. Jawohl, du hast die Rifles wieder aus dem Haus angebracht. Gegner zieht sich systematisch viel zu spät zurück die ganze Zeit. Aber er hat die ganze rechte Seite. Das kannst du nicht machen, jetzt kriegst du überhaupt keinen Sprit mehr. Was macht denn dein Kettengrad? Der steht nur rum. Das muss kämpfen. Das muss kämpfen, dein Kettengrad. Reparieren oder cappen. Aber nicht bloß blöd rumstehen. Also echt wahr. Ich habe noch nie erlebt, dass einer sein Kettengrad nie einsetzt. Man setzt sein Kettengrad ein. Nimm's halt zum Reparieren her. Wenn du schon nicht offensiv cappen willst. Aber es muss dir doch auffallen, dass da ein Fahrzeug in der MAQ steht, das du absolut nicht hernimmst. Nochmal Infanterie-Aufträge. Ja, verschwende nicht so wie die anderen. Der Gegner hat 2 Siegmarken, kriegt massiv VP-Pressure. Muss echt nicht sein, du hast ihn voll zusammengeschossen. Kämpf halt rechts. Rechts ist viel besser. Rechts sind die ganzen großen Depots, rechts sind 2 Siegmarken. Links kommst du nicht anständig voran, weil die Anlaufwege zum Fighter-Q zu kurz sind. Und da ist auch nicht so viele Depots. Ich wüsste keinen einzigen Grund, links zu kämpfen. Rechts ist viel wichtiger. Kämpf in Zukunft rechts. Und wenn du weiterhin Fahrzeuglastik spielen willst, dann kannst du ja mal verbesserte Reparaturen bringen. Jetzt setz endlich dein Kettengrad ein. Ist ja längst Zeit geworden. Kannst du verbesserte Reparaturen erforschen und dann mit deinem Kettengrad reparieren. Jetzt greif an, hol dir den 10er Sprit wieder, kippe mit dem Kettengrad oder setzt zu reparieren ein und dann greifst du wieder an und zwar rechts. Links gibt's nichts zu holen. Jeder hat Gegner nochmal Pack gebracht, den Airborne Ranger und 2 Rifle Squads, Flame Pirates, nette Truppe, damit kann der ordentlich schaden. Ja, was stehst du denn blöd rum links? Greif halt an! Ich versteh's ja, dass du nicht angreifen willst, wenn du schon die gesamte Map Control hast, aber hier hast du ja wirklich nur, hier hast du nur ein Drittel der Map Control. Greif halt an! Kannst du nicht blöd rumstehen die ganze Zeit? Greif an! Ja, wo willst du denn dahin? Da ist das Feind-Haku. Du musst rechts angreifen. Nicht mit der Infanterie allein, Fahrzeuge dazu. Mörser Half-Track. Ach, den hast. Der steht immer noch blöd rum. Ja, greif halt an. Was willst du denn hier links? Es ist eine verdammte Siegmarke. Rechts ist alles. Das musst du doch merken. Du musst doch merken, dass rechts alle Depots sind und links nur unwichtiger Bullshit. Bist auf die Mine gelatscht. Dreimal ab nach Hause. Def-Maßnahmen mal erforschen. Def-Maßnahmen mal erforschen. Dieses Squad will ich nicht einsetzen. Kriegst sofort Full Unikill. Ja, endlich schneidest den Gegner ab. Man holt endlich den 10er Sprit im Eck. Was macht denn ein Kettengrad? Steht auch nur blöd rum. Was macht der Mörser Half-Track? Fährt Schwert allein zum Feind drüber. Das kannst du nicht machen. Der Mörser Half-Track hat noch kaum was umgebracht. Du musst ihn viel öfter einsetzen. Wenn der Gegner cappt, dann mach ihn platt beim Cappen. Ja, was bist du denn auf der linken Seite? Wir sind bei 19 Minuten. 7, 8, 9, 10. Auf der rechten Seite spielt die Musik. Die linke Seite, das ist ja kaum was. Du kämpfst noch nicht mal die Siegmarke. Du kriegst ja übelst VP-Pressure, obwohl du überlegen bist. Kannst dir noch nicht gefallen lassen. Ja, cap halt zumindest links, wenn du schon nichts machst. Ja, cap halt links. Was stehst du denn nur blöd rum die ganze Zeit? Was machst du denn? Greif zumindest HQ an oder mach irgendwas. Nicht bloß blöd rumstehen. Deine Einheiten haben Geld gekostet, die müssen arbeiten. Du machst ja gar nichts. Def-Maßnahmen, okay?
Bring noch mehr Grants. Mehr Grants, nochmal ein Hetzer, wie du willst. Jetzt schneide ich schon wieder vor Marku ab, weil du einfach nicht rechts kämpfst. Ja, wir hätten gerade endlich Captain Cena im Sprit im Eck. Aber du tust dich natürlich beschissen schwer mit deiner linken Auffangen. Mit deiner, wenn du links deine Basis hochziehst, tust du dich natürlich total schwer, weil du, weil deine Flanken allesamt offen sind, weil du beschissene Rückzugswege hast, weil du keine Angriffswege hast. Überall sind die Hecken, die dein Spiel behindert, und die Häuser rechts ist viel offener und viel besser. Da ist auch viel mehr grüne Deckung vor deinem HQ, die ganze Steinmauer ist optimal. Aber wenn du links kämpfst, gibt es überhaupt keine anständige Deckung für dich, nur die Häuser. Das ist alles kacke. Ja, das ist Tigmark eingenommen. Mann, aggressiver Mann, du brauchst mehr Biss. Greif rechts an. Baust du Logistik nach, wohl für 4-Mann-Upgrade, aber wofür? Du hast keinen T3, um SDG zu bringen. Und wenn du in einem 4-Mann-Squad, wenn du einem 3-Mann-G43er-Squad einen 4. Mann gibst, dann beträgt der Zuwachs an Kampfkraft vielleicht 15%, weil 70% der Kampfkraft hängen eh in den G43 drin und die K98 sind eher noch eine nette Dekoration nebenbei. Ja. Ja, nicht so passiv rumstehen, greif rechts an. Greif rechts an, du bist mit dem Hetzer und mit Mercer Half-Track stark genug, geben der Infanterie vor, dann latscht er erstmal in ordentliches Feuer rein, dann haust du Mercer drauf und wenn die Pack ausfällt, kannst du mit dem Hetzer angreifen. Jetzt wird wieder links angegriffen, das sind die Rifles. Wir haben jetzt einen Recoil aufgenommen. Ja, bleib auf Distanz, wo ist denn der Mercer Half-Track? Jawohl, nach vorne, bleib in grüne Deckung. Ja, der Kampf hier links, der bringt dir überhaupt nichts, der führt doch zu keiner Entscheidung, hier kannst du überhaupt nichts mehr gewinnen. Selbst wenn du den Kampf gewinnst, du kommst in die Base, kommst nicht rein. Und wo willst du sonst hin? Die einzige Angriffsrichtung hier ist Richtung Base. Wenn du rechts kämpfst, kannst du in alle Richtungen ausschwärmen. Da hast du auch zwei Siegmarken, viel mehr Depots. Hier links gibt's gar nichts. Ja, greif halt dann rechts an. Was kämpfst du denn hier? Ja, jetzt greifst du mit der Hälfte, jetzt greifst du mit einer minimalen Streitmacht rechts an. Du musst aufs Maul fallen, du musst alles verlieren. Gegner hat alle seine Truppen in den Häusern drin. Gerade mal ein Fenster zum Feind, was will er denn? Hat der einen Arsch offen? Ja, du kannst hier nur rechts verlieren, was soll das? Du gehst nur drauf, schmeißt Brandnetz rein, dann verpiss dich wieder, vielleicht geht ein Mann drauf. Ja, toller Angriff, vollkommen für den Arsch. 15 Munition verschmissen und nichts getötet. Du kannst nicht mit der Hälfte angreifen und glauben, du gewinnst. Du musst schon mit allem angreifen. Konzentrierter Angriff von allen Seiten und du gewinnst. Wenn der Gegner noch stärker werden lässt, dann kriegt er nur noch mehr Strafing Run und kriegt er viel mehr Munition als du. Und du kannst nichts machen mit deiner Munition, außer blöde Minen legen. Und die bringen es nicht, weil der Gegner nicht genug Fahrzeuge hat. Spiel der Infanterie lastig. Ja, wozu hast du denn T1 gebaut? Was machst du mit T1? 4-Mann-Upgrade? Ja, okay, aber das reißt auch nicht raus. Das ist jetzt T2 mit Shreks. Okay, bring noch mehr Shreks. Noch mehr Shreks. Weniger geht dran, 40 mehr Shreks. Ja, was will dein Ketten gerade in der Mitte? Minen aufgedeckt. Ja, tolle Leistung. Und wie geht's weiter? Wenn du nicht angreifst, verlierst du die Partie, weil der Gegner mehr Depots hat. Hat auch noch Outposts, du hast gar nichts. Jetzt schneidet er dich wieder ab. Ja, dann schieß halt zumindest mit dem Mercer Half-Track nach rechts rüber, wenn du schon nicht angreifen willst. Jetzt nimmst du wieder die mittlere Siegmarke rein. Junge, du musst aggressiver sein. Angreifen. Angreifen mit allem, von mehreren Seiten. Jetzt reinforce zu Hause wieder. Und baue gleich nochmal Grants und gib ihm einen Doppel-Shrek. Also demnächst kriegst du einen Doppel-Shrek in einem CP. Den würde ich dann auch hergeben, wenn du zwei Shrek-Squads hast. Ja, mit deinem blöden Ketten gerade in der Mitte gehst du nur drauf. Wo ist dein Mercer? Wo ist deine Infanterie? Kämpf halt endlich mal! Kämpf halt endlich mal! Du kämpfst hier bloß blöd in der Gegend rum. Jetzt schießt sie mit Mercer zusammen. Hau gleich Brandgranate drauf auf die Captain, den Typen. Ja, Mann, ist das eine passive Kämpferei? Du solltest mal Briten spielen. Briten entsprechen vermutlich sehr deinem Spielstil. Die kämpfen auch bloß blöd in der Gegend rum die ganze Zeit. Also wenn man sie kämpfen spielt. Jetzt wird links und rechts angegriffen. Ja, der Gegner ist in deiner Flanke drin. Brandnades, links Brandnades einsetzen. Ja, wenn der Gegner ist natürlich genauso zahnlos wie du. Keiner von euch greift irgendwas an. Pass auf Nades links auf. Pass auf Nades oder Dickies auf. Jawohl, okay. Gegner in die Flucht geschlagen. Kann auch nur mit dem Drittel seiner Truppen angegriffen. Ja, was willst du jetzt machen? Und wozu flattest du Simon oder Manpower? Was baust du? Sturmgrenadier-Infanterie, ja, was willst du mit deiner Munition machen? Wenn du mit deiner Munition nichts machen willst, dann bau normale Grants und gib ihnen einen Shrek, das ist allemal sinnvoller als dauernd schwere Panzerabwehr-Infanterie zu bauen. Das kostet bloß ewig viel Manpower und Manpower ist der begrenzende Faktor, wenn du Munition eh nur für AT-Minen einsetzen könntest. Mehr kannst du ja nicht. Ich meine, die Spezialfähigkeit des AT-AT kostet nur 70 und der Mercer, den setzt er auch nicht ein. Dann greif halt endlich mal rechts an. Du bist voll in ihrer Flanke, du kannst sie jederzeit von hinten angreifen. Noch Zeit, den Mund aufzureißen.
Ja, was ja wirklich ist, Felderfahrung. Ja, du capst ja eh nichts. Wozu brauchst du Felderfahrung? Um Minen aufzuspüren? Es funktioniert in den meisten Fällen nicht, weil du dafür 5 Sekunden stehen bleiben musst und das tust in der Regel eh nicht. Verbesserte Reparaturen wären vermutlich sinnvoller. Was brauchst du jetzt? Ja, Felderfahrung, okay. Jetzt greifst du wieder mit der Hälfte rechts an. Du musst scheitern. Du musst mit allem angreifen oder gar nicht. Du stehst auf einem Hafen und wartest vor Strafing Run. Ich weiß, der Typ ist airborne. Jetzt kommt das Strafing Run aber woanders hin. Voll auf einen Squad hat sich ja super rentiert. So ein Schwachkopf. Wenn er rechts oben voll. Ja, du greifst mit der Hälfte rechts an. Du kannst nur scheitern. Das ist der gesamte Gegner. Wenn die Pack umdreht, geht dann AT-AT drauf. Was soll denn das? Wenn du angreifst, dann mit allem. Und dann so, dass du den Gegner plättest. Ja, was macht er? Wieso dreht er die Pack nicht um? Jetzt dreht er so mal, aber jetzt fährt er weg. Was soll denn der Scheiß? Er kann ja ruhig bleiben. Ah, oh, ja. Totales Noob-Game. Ihr kämpft bloß in der Gegend rum die ganze Zeit. Warum spielt die Pack nicht mit? Ja, jetzt schießt sie endlich auf den AT-AT. Dazu Mörsergranate eingesetzt. Jawohl. Aber die AT-AT geht drauf. Wenn die Pack nochmal schießt. Jawohl, draufgegangen. Jetzt greifst du endlich mal mit allem an. Jetzt gib dem Flak-Vierling, den Rest, dann hat sich der Angriff noch rentiert. Du bist voll in seiner Flanke. Wieso greifst du denn nicht mit dem Hetzer an? Die Pack ist ausgefallen. Wenn du jetzt mit dem Hetzer angreifst und mit der Infanterie plus den Half-Tracks, dann hast du das Spiel auf einen Schlag gewonnen. Wieso greifst du nicht an? Track auf den Flak-Vierling. Jawohl, draufgegangen. Ja, wenn du hier bleiben willst, dann brauchst du den Mörser-Half-Track und noch zusätzliche Infanterie und Half-Tracks, die links rumstehen, plus Hetzer. Wieso kämpfst du nur mit der Hälfte? Geh gleich mal Doppel-Shrek her. Oder du hängst jetzt den rechten Baum runter. Wie du willst, Brandnetz rein in die Bude. Gegner macht den Fehler und geht da rein. Schöne Mörser-Treffer, gleich nochmal Brandnetz rein. Ja, wieso greifst du denn nicht an mit dem, was du hast? Du musst angreifen. Infanterie rüber, Hetzer rüber, Half-Track rüber, noch mehr Infanterie rüber. Dann gewinnst du. So wie du sie anstellst, dauert es hier ewig und führt zu keinem Ergebnis. Schön, du hast anscheinend Brandnet reingeworfen. Gegner geht raus, ja. Passt schon so. Ja, Gegner spielt genauso passiv wie du. Schalt entweder Doppeltracks frei oder rechten Baum runter, aber mach was mit deinem CP. Okay, ja, du hast ihn in der Mitte vertrieben. Ja, jetzt hast du eigentlich schon fast wieder gewonnen. Greif halt an. Gib den Gegner halt den Rest. Du kannst ja nicht so rumcampen. Was macht der Gegner mit seinem Recoil Ranger? Wenn er keine Granaten raufschmeißen will, dann muss ich verpissen. Pass auf Granaten oder Sprengsätze auf. Jetzt haben die schon Bett 3. Kannst du nochmal Death Fett hergeben. Schmeiß Brandnades. Jawohl, schöne Mörsersalve. Ja, gib ihnen auch Wett. Wett und mach was mit deinen Experience Points. Vorsicht, die wollen deinen Mörser G43 draufhalten. Verlangsamen, die anderen verlangsamen. Wenn die G43 der Mörser Half-Track repariert, die Recoils verlangsamen und abhauen. Wo ist die Infanterie? Rechts, greif an. Jawohl, verlangsamen und jetzt hau ab mit dem Mörser Half-Track. Mit G43 erledigst du sie. Ja, jetzt spielt vielleicht der Hetzer auch endlich mal mit. Ja, Cap rechts wieder alles weg. Die haben alles verloren. Ja, das ist das, wenn man sich nicht zusammenhält. Der einzige Grund, warum du jetzt im Schluss hier gewonnen hast, dass der Gegner nicht vereint gespielt hat und die Flanke offen gelassen hat. Nimm die Bar, die da rumliegt. Nee, ist eine 18 Panzerabwehrgewehr. Nimm's und schalt dir endlich den nächsten Gimmick deiner Doktrin frei und mach nochmal Doppelschreck. Nochmal Doppelschreck. Ja, genau. Knall die Flamepause in der Mitte ab. Was cappt der da für einen Schwachsinn? Hier geht er natürlich drauf beim Cappen. Bringt ihm überhaupt nichts. Kann er eh nicht halten. Man cappt nur dann, wenn man es auch halten kann. Und zwar eine absehbare Zeit lang. Wenn man sofort wieder verliert, dann bringt das Cappen absolut gar nichts. Außer Siegmarke im Notfall. Aber das ist ja nicht der Fall. Er hat ja noch 400 Victory Points. Spiel dauert nochmal so lang. Wir haben 28 Minuten. 23, 24, 25, 26, 27. Man, ihr seid beide so zahnlos, die Tiger. Ewig stark, aber keiner macht was. Keiner macht was, keiner greift an, hol dir nochmal Hetzer, schalt das nächste Doktrin-Feature frei. Reparier mal dein Kettengrad. Dein Kettengrad steht direkt neben dem Mörser-Half-Track. Du hast Panzerabwehr-Doktrin, du kannst reparieren. Ja, reparier das Kettengrad und das Kettengrad repariert den Mörser-Half-Track und bring verbesserte Reparaturen. Flatte nicht deine Manpower. Was flattest du deine Manpower? Was soll das bringen? Ja, Gegner mit Rifles auf dem Feld gegen Hetzer und Infanterie-Half-Track ist natürlich sehr witzig, aber du setzt nichts ein. Der Mörser-Half-Track steht hinten unrepariert rum. Ja, was soll denn das? Fahr den Hetzer da weg. Auf der linken Seite kämpfen wir sowieso für den Arsch. Da geht direkt von rechts mal rüber und schneidet den Kontrollpunkt von seiner Base ab. Wieder strafen kann, wieder überhaupt nichts, gekillt. Einfach die Optik kannst du ja genau defensiv aufrüsten, wenn du willst. Ja, was? Du hast nur die Hälfte deiner Truppen links, da klar verlierst du wieder. Kannst du nicht glauben, dass du mit der Hälfte deiner Einheiten den Feind komplett ausschalten kannst? Halt deine Einheiten endlich zusammen. Als BE kämpft man zusammen oder gar nicht. Ja, Gegner setzt er macht ohne Schützen ein, sehr witzig, wenn er meint. Knall auf die Infanterie, Brandnet drauf. Ja, raus da, die Airborne Ranger frecken einen Hetzer. Der hat zu wenig AP und die kommt durch die Panzerung locker durch mit Recoil.
jetzt ist trotzdem mal abgeprallt. Zwei Mann hier weg. Schick die zwei Mann weg. Du kassierst nur von Unikill. Jawohl, mal Brand. Ne, passt. Ein Mann raus, ein Mann. Oh Mann, Triple aufwärts. Quad verloren. Bist du wahnsinnig? Ah, verdammt, Mann. Raus da. Motorschaden am Hetzer. Du hast überhaupt nichts mehr da. Dein Hauptwerk sind alle beschädigt. Was, du hängst deine Infanterie nur rechts rum? Schön, dass die Pack bemannt. Richtig. Wieso hängst du denn rechts rum, wenn du links verlierst? Was soll denn das? Halt deine Einheit zusammen. Oh Mann, den Fehler machen sie alle dauernd. Verlierst doch deinen Hetzer, weil sie nicht zurückziehst. Also, oh Mann, ey, das kann sich nicht bringen. Halt deinen anderen zusammen. Und kämpf zusammen. Und cap endlich rechts. Und wieso gehört dem Gegner noch die Hälfte der rechten Seite, wenn du da den längst vertrieben hast? Und wieso hast du die Sigmarken rechts nicht? Mann, was macht denn dein Infanterie? Steh ja bloß blöd rum. Mach was. Aktiver sein. Angreifen. Cappen. Oh, ist das langweilig, das Spiel, Mann. Du musst mehr machen. Was macht denn dein Kettengrad? Steht nur rum. In Zukunft gibst du den Ketten gerade in jeder freien Sekunde was zu kippen. Es tut dir in den Augen weh, was du hier veranstaltest, Mann. Hopp ab nach rechts zum Kippen. Und in das Recoil ist vor deiner Base liegt bei der Pack da. Ja, wieso hast du 8 Mann in einem Haus drin, das nur 2 Fenster in Feindesrichtung bietet? Was soll das? Ja, du legst die Minen direkt neben den feindlichen Minen. Nicht mit dem Shrek draufschießen, sonst gehen beide Minen hoch und genau das wird passieren. Wenn du hier mit dem Shrek aufgehört hast, die Minen zu legen, wird er mit dem Shrek auf die feindliche Mine schießen und dann geht ihr alle drauf hier. Ja, genau, weg. So lösen beide Minen aus, wenn eine ausgelöst wird. Ja, du legst jede Menge Tellerminen, der Feind bringt keine Fahrzeuge, bis auf den einen M8. Ja, du bist so passiv, Mann. Mach halt was, greif halt rechts an. Dem Gegner gehört noch die halbe rechte Seite. Gibt überhaupt keinen Grund, dass ihm noch die halbe rechte Seite gehört. Hat er nix. Du hast übel zusammengeschossen worden schon die ganze Zeit. Mach halt was, greif halt an. Nimm das Recoil, das bei deiner Pack liegt. Reparier die Pack. Cap rechts alles. Was steht du denn nur rum? Und was interessiert dich die linke Seite überhaupt? Die gibt's ja kaum, die Post. Rechts ist viel wichtiger. Kannst ja die 3 nachbauen, endlich SDG bringen, wenn du willst. Reparier deine Pack, man. Cap halt rechts. Was hält dich denn davon ab, rechts zu cappen? Dir gehört jetzt ungefähr 2/3 der Map. Nimm ihm mal auch noch den Rest, wenn du das Hakuni angreifen willst. Was stehst du denn bloß blöd rum? Greif halt an! Was hält dich denn ab, anzugreifen? Sein Popcap ausgeschöpft. Ja, Cap halt endlich rechts. Ja, wird auch Zeit. Nimm das Recoil auf mit den 4 Infanteristen. Reparier deine Packung. Cap rechts wieder weiter. Gegner wird wieder links angreifen. Du bist wieder nur mit der Hälfte da. Wirst wieder Probleme haben. Ist echt unnötig. Allein kämpfst, geht's natürlich drauf. Und was macht das Kettengrad? Das macht gar nichts. Kettengrad ist deine beste Cap-Einheit. Nicht mit einem Squad angreifen. Bist du wahnsinnig geworden? Soll das Selbstmord werden? Verzupp dich. Brandeton raus. Ich bin froh, dass kein Volunikill gekriegt hast, aber überhaupt nichts umgebracht. Kein einziger Mann getötet und plus 2 verloren. Oder sogar 3. Also Recoil aufgenommen, richtig. Ja, du bist ja kaum mit was da. Mit was willst du den Feind besiegen? Du hast ja nur die Hälfte deiner Truppen da, keine Pack da. Könnt ihr alles enorm helfen? Okay, schöne Mörserbrandgranate. Feindliche Mörser ist fast ausgefallen. Jawohl, Brandnetz rein ins Haus. Jetzt wirst du aber gepinnt werden. Ja, der Netzer muss schon längst zurückziehen, er hat überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit hier. Der steht mit dem Rücken zur Wand. Kommt natürlich nicht weg, rückt ihn defensiv auf und dann verzupft dich mit dem Hetzer. Ja, was wartest du denn hier gegen Pack? Jetzt hast du einen Hetzer verloren, bist du wahnsinnig, ich hole dir gleich noch einen. Oh, Junge, du stehst bloß blöd rum und lässt den Gegner voll die Initiative. Klar, dass er dann gewinnt. Weißt du, wenn er 15 Angriffe starten kann, irgendeiner ist erfolgreich, das ist ja wohl klar. Weg damit den Half-Track. Jetzt hast du links verloren, weil du rechts nicht eingesetzt hast. Rechts, da hängen 16 Mann blöd rum. Ist ja klar, dass du drauf gehst. Kettengrad weg. Ja, was wartest denn links mit den Half-Tracks? Du ziehst dich nicht gleich ganz zurück. Hol dir noch einen neuen Hetzer. Schalt das nächste Gimmick frei. Du hast 33 Minuten. 33, 34, 35, 36. Ja, bleib halt mit dem Infanterie-Half-Track stehen. Dann gehst garantiert drauf. Oh Mann. Ja, Gegner zieht dich auch nicht zurück. Ja, wenn du auf beiden Seiten... Was machst du denn rechts? Du schießt bloß blöd rum. Während die Truppen links würdest du siegen, Rillings. So gehst du links drauf. Hol den Hetzer. Nächstes Doktrin-Feature. Reinforcen ab nach vorne, was plattest du denn 1000 Manpower? Ist ja klar, dass du verlierst, wenn du so viel Manpower auf dem Konto hast und nichts ausgibst. Der Gegner gibt sie aus. 1000 Manpower. Ja, genau, bleib links einfach stehen. Willst du dich umbringen lassen, oder was? Kommt das Drafting Run? Ja, verlierst beide Half-Tracks. Aus reiner Dummheit, wieso bist du denn stehen geblieben? Du hast überhaupt keine AT damit. Was willst du dich wehren? Wieso bleibst du einfach stehen? Wieso bist du so inaktiv? Rechts ist genug AT-Infanterie, um den Pershing fertig zu machen. Und du stehst bloß blöd in der Gegend rum. Ja, reines Glück, dass du mit dem Mörser-Aufweg gekommen bist. Wieso bist du so inaktiv? Wieso machst du nichts? Reagiere! Jetzt hast du den Greyhound getroffen, ja?
Ja, du hast immer noch nicht Doppel-Shrex freigeschaltet, mach's mal oder capst du jetzt den rechten Baum runter. Du hast genug Shrex. Du hast genug Shrex, um dir auch den rechten Baum freischalten zu können. Vier Mann, die rechts auf den Mini gelatscht sind, nur noch ein Drittel Helfer haben, ab nach Hause. So, der fällt jetzt super schön über deine AT-Mine drüber. Peng, kaputt. Ja, Glück gehabt. Links hast du wieder verloren die Seite. Du kannst die linke Seite nicht anständig halten. Jagdpanther aufs Feld holen, hopp. Jagdpanther aufs Feld holen, du bist wieder auf die Mine gelatscht. Schick die vier Mann ab nach Hause, die auch nur noch 40% HP haben. Schick die, ja, hol einen Jagdpanther aufs Feld und hol dir gleich noch einen Hetzer, wenn du die HP hast. Du hast das Popcap nicht. Ja, kämpf halt rechts, Mann. Wieso kämpfst du denn rechts nicht? Die Hälfte der Puss gehört dem Feind. Wieso hast du 8 Mann in dem Haus drin, wo nur 2 Mann in Feindrichtung schießen können? Good game, very fun. Langweilig. Ihr macht beide nichts. Wieso flattest du schon wieder 1000 Manpower? Gib sie halt aus. Du hast Popcap. Gib sie halt aus. Was hängst du links wieder rum? Nur mit der Hälfte deiner Truppen. Der Gegner ist wieder mit allem da. Jagdpanther aufs Feld geholt, ja, der Gegner hat keine Fahrzeuge. Kipp halt rechts, hol dir halt die Map Control. Der Gegner kann kein Strafing an machen, da kannst du überhaupt nichts mehr holen, kann nichts mehr bauen, wenn du ihm die Map wegkippst. Du lähmst den Gegner, wenn du ihm alles wegkippst. So wie du es hier machst, so gehst du drauf, wenn du nur mit der Hälfte kämpfst und dich nicht zurückziehst. Schönes Brandnet links, ja. Weiß nicht, was der Gegner will, geht natürlich drauf hier. Ja, muss ich wieder zurückziehen. Mann, hol dir halt echt endlich die rechte Seite. Was hindert dich denn daran? Du hast da so viele Einheiten rumstehen, die absolut nichts machen. Reparier die Pack, reparier den Mercer Half-Track. Mach was mit deiner Manpower. Schöpf sie aus. Ja, der Jagdmann ist da, aber gegen Recoil Ranger tut sich dir auch nicht schön. Ja, jetzt wird dein Kettenrad draufgehen, dass du absolut überhaupt nichts hergenommen hast. Was machst du denn mit deinem Kettenrad? Das ist zum Captain da. Das musst du auch zum Captain einsetzen. Hey, mir kommt die Galle hoch, wenn du deine Einheiten alle nicht einsetzt. Off-Bet für die GTA 40er, sehr schön. So, ich sie viel mehr Schaden an. Kassini-Pack. Track auf die Pack. Draft-Run, ja, kein Full-Uni-Kill. Jetzt doch Full-Uni-Kill. Hin und schick Grants hin und heb unbedingt die Shrek auf. Keine Shrek in Feindeshände fallen lassen, dein Jagdpanther gefährdet. Verteidige die Shrek, bis die anderen Grants da sind, die noch kein Upgrade haben. Ja, was macht denn mit den Kettenrad? Kämpfer endlich rechts. Wieso ist die Hälfte deiner Truppen rechts und spielt nicht mit, nur während du links verlierst? Jetzt holen die sich die Shrek nie. Und sie nicht, okay. Nimm sie mit dem Squad, dass noch keine Zusatzwaffen hat. Nimm sie auf. Die rumliegen lassen. Shrek in Feindes Hände tötet sich. Ja. Was macht ihr denn mit deinem Kettengrad? Jawohl, Panzerschreck aufgenommen. Nicht auf einem Haufen rumhängen. Du hast dem Gegner so viele Depots noch gelassen, dass der locker die ganze Zeit Strafing Run bringen kann. Ist doch Wahnsinn. Wieso kämpfst du nicht? Ja, hol dem Gegner halt die ganze rechte Seite. Du hast da 3 Squads, die absolut nichts machen ohne Pack. Hol dem Gegner die ganze Seite weg. Ja, jetzt kämpfst du wieder links. Ja, toll. Greift der Gegner rechts an. Ja, aber du hast nicht gekämpft. Was hat das jetzt gebracht? Jetzt greift der Gegner rechts an, du stehst wieder links, Mann. Du musst zusammenbleiben und kämpfen. Wäre der Gegner besser, würdest du so drauf gehen mit deiner zersplitterten Spielweise. Jetzt verlierst seine Pack wahrscheinlich. Ja, jetzt hat seine Pack verloren, zu weit vorgefahren, ohne Infanterieunterstützung. Ist klar, dass er da drauf geht. Keppe mehr, dann kannst du auch was mit deiner Manpower machen. Im Moment schläft die Manpower bloß, deshalb Veteran und Offizier. Ja, wenn du kein Popcap hast, schmeiß dir mal ordentlich Brandnet drauf, wenn die da cappen. Jawohl, Brandnet, sehr schön. Ja, Cap halt, wenn du mehr Sektoren hast, hast du mehr Popcap, dann kannst du was mit deiner Manpower machen. So schläft die Manpower nur. Komm, gleich nochmal Brandnet oder kassier sie mit G43. Jawohl, nochmal Brandnet, sehr schön. Wenn wir den Verlust kassieren, komm nicht zum Cappen. Jetzt gibt's aber mal ordentlich Verluste bei den Airborne Rangern. Jawohl. Jawohl, fast Full Unit Kill, 1A. Ich kämpfe wieder die mittlere Siegmarke. Was stehst du denn so zersplittert? Und warum macht das Ketten gerade nichts? Wieso kämpfst du denn rechts nicht? Sag mir mal, warum zum Teufel kämpfst du rechts nicht? Und warum reparierst du deinen Mercer Half-Track nicht? Man, mach halt was mit deinem Pop-Cap. Nimm dir links den 10er Sprit wieder ein, wo der Gegner blöd rumsteht, und cap endlich die rechte Seite. Du bist massiv überlegen, du schlägst jeden Angriff zurück, der muss auch mal angreifen. Nimm den Gegner seine Sektoren. Dass der Gegner im Spiel bleibt, ist nur deine Schuld. Der wäre schon längst rausgeflogen, wenn du ihm endlich mal die rechten Depots nehmen würdest und dann das HQ angreifen. Du hast Mercer Half-Track, du hast Hetzer, du hast sogar Pack. Und du hast Jagdpanzer, das ist alles übel effektiv. Ja toll, was machst du jetzt rechts? Kriegst du Nades rein? Ja, du hast nur 2 Fenster in Feindesrichtung, na klar. Boah, krasse Verluste wahrscheinlich. Ja, du bist rausgekommen rechtzeitig. Ja, was sollte das hier 8 Mann da drin? Was sollte es 8 Mann da drin zu haben? Ja, da zumindest 5 Fenster. Wenn ihr Nades reinwerft, geht's wieder drauf. Ja. Schön, dass du rechtzeitig raus bist zumindest. Ich werde wieder Nades reinkriegen.
Ja, ich bin Grenade. Diesmal gehst du nicht rechtzeitig raus. Ja, toll. Full Unit Kill, Shrek liegen gelassen. Zwei Full Unit Kills. Was sollte denn das? Wenn du nicht zusammenbleibst, dann verlierst du natürlich jeden einzelnen Kampf. Fuck. Ja. Wenn du nicht zusammenbleibst, wenn du glaubst, du kannst mit einem Drittel deiner Streitmacht den gesamten Gegner besiegen, ist klar, dass du verlierst. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber du bist ein Noob, wenn du glaubst, dass du mit zwei Einheiten komplett... Was soll das hier rechts? Wieso setzt du deine Einheit nicht ein? Jetzt verlierst du deinen Mörser-Afrik und deine Pack. Warum glaubst du, dass du deine Einheit nicht brauchst? Ja toll, Sticky am Mörser-Afrik, bye-bye Mörser-Afrik, Bett 3, Mann, Katastrophe. Bewegungsunfähig, die Ranger nur noch finishen. Wieso glaubst du, dass du mit der Hälfte deiner Truppen den Feind aufhalten kannst? Bist du wahnsinnig? Bist du größenwahnsinnig? Deine Pack verlierst du auch noch. Der Mörser-Auftritt ist schon verloren. Der weiß es bloß noch nicht. Jetzt kämpft der Gegner dir wieder die komplette rechte Seite weg. Warum reagierst du denn nicht? Toll, Mörser-Auftritt verloren. Der hatte Wett 3. Meine Fresse. Der Gegner hat T4 gebaut. Und links steht doch bloß blöd rum, während du immer noch nicht... Während du rechts dauernd verlierst... Kannst echt nicht machen. Jetzt brauchst du zumindest mal Grants, machst du was in deinem Popcap. Ja, hol dir links den Zehner Sprit, hol dir die Sigmarke, mach halt irgendwas. Steh nicht bloß blöd rum, du stehst bloß blöd rum. Dein Kettenkran hat sich seit 30 Minuten nicht mehr bewegt. Das ist peinlich. Ja, der Mikro im Einzelfall ist ja ganz gut hier. Verlangsamen und dann zusammenschießen ist genau richtig. Aber dein Makro ist eine Katastrophe. Wieso bündelst du deine Kräfte nicht? Wieso stehst du immer noch auf einem Haufen rum? Machst nichts. Du glaubst, dass du mit drei Einheiten den kompletten Feind besiegen kannst. Ich jetzt natürlich drauf. Schau, wenn der Gegner eine deiner Streiteinheiten, deine Streitmächte mit seiner kompletten vernichten kann und dann die andere angreift, dann verlierst du alles. Dann verlierst du insgesamt. Das kannst du nicht machen. Schalt das nächste Doktrin-Feature frei. Doppel-Shreks. Du hast Shrek-Squads. Sounding Units is overpowered. Sniff, keine Ahnung. Ja, kann ich froh sein, dass du deine Einheit nicht bündelst, dann wäre schon draufgegangen. Erforscht dir, hol dir alle Upgrades, die du kriegen kannst, bau noch T3, schieb noch Gruppenziel hinterher. Strafe also. Nee, du hast überhaupt keinen Full Unit Killer durch den Strafe gekriegt, deshalb war er auch nicht wirklich overpowered. Ja, wenn du den Gegner nicht rechts angreifst, dann dauert das Spiel noch 5 Stunden. Wenn sie bei 41 Minuten, 58, 59, 42 Minuten, 1, 2, 3, bündel deine Kräfte mal, schick den Jagdpartner nach rechts rüber. Cap mit dem Kettenkran, anstatt bloß blöd rumzustehen. Du kannst den Manpower nicht nutzen, weil dein Popcap voll ist. Man kippt halt den 10er Sprint im linken Eck. Was treibst du denn? Warum stehst du denn bloß blöd rum? Gegner steht zwar auch bloß blöd rum, als baut endlich ein Fahrzeug. Steh nicht auf einem Haufen rum, Mann, du bist Strafe-Ziel. Mit 4 Squads direkt auf einem Haufen ohne Deckung, du bist dermaßen Strafe-Ziel. It's one of the funniest game. Ja, ich find's furchtbar langweilig. Wenn du auf einem Fleck rumstehst, du kriegst dermaßen Strafing gerade drauf, der löst auch noch die AT-Mine aus, dann fliegt dir alles in die Luft. I've ever played funny. Mann, nicht Truppen auf einem Haufen rumstehen lassen, cap endlich die rechte Seite, Mann. Was macht denn dein Kettengrad? Wieso capt es denn nicht? Wieso stehen 4, 5 Infanterie-Squads links rum, machen gar nichts, während du rechts versagst? Das kann doch nicht sein. Yes, really cool game, why? I like the fights. Ja, stehst wieder auf einem Haufen und bist wieder Strafe-Ziel. Mann, tu deinen Truppen auseinander. Jetzt hast du Doppelstrecks freigeschaltet, okay, aber kipp ihm mal die rechte Seite weg. Geh halt runter und kannst ihn an den Kackpunkt, an diesen Kontrollpunkt hier. Südöstlich der mittleren Siegmarke. Wenn du ihn abschneidest, kriegt er die Post nicht mehr und dann kämpfst du sie alle mit dem Kettengrad. Ja, schön Brandnetz. Dein Mikro mit den Truppen ist ja echt gut. Das gefällt mir, bloß halt sie weiter auseinander für Strafen dran. Schön, du setzt Brandgranaten ein. Schön, du verlangsamst den Gegner, schießt mir geht dann Bitschmann auf. Genau richtig. Aber dein Makro ist eine Katastrophe. Ja, wie das Strafen gerade, wie ich dir sagte, hat nur ein Squad erwischt, Glück gehabt. Nicht mal Full Unit killen. Ja, aber dein Makro ist furchtbar. Was du mit deinem Mikro gut machst, machst du mit dem Makro schlecht. Eine Katastrophe, dass du deine Einheit nicht bündelst. Dass du nichts kämpfst, dass dein Cat gerade seit 30 Minuten bloß blöd rumsteht. Dass du absolut nichts machst mit der Hälfte deiner Truppen. Sag mal, willst du den Gegner demütigen, indem du nur mit der Hälfte kämpfst? Jetzt hast du rechts wieder, ja, Full Unit Kill, aber pff, toll. Der Gegner hat jetzt Crocodile abgefällt. Jetzt setz endlich den Jagdpanther ein, wenn er den zeigt. Du kannst den Gegner noch nicht die Hälfte in der Map lassen, wenn du so überlegen bist. Kannst du nicht bringen. Mann, ich reg mich auch hier auf ohne Ende, aber das... Dass du nichts machst, dass du bloß blöd rumstehst. Deine Einheiten schlafen ja ein. Links, 5 Squads, alles haben Zusatzwaffen. Keiner macht irgendwas. Da kommt mir die Galle hoch. Und du wunderst dich, dass du rechts nicht klarkommst. Ist ja klar, dass du nicht klarkommst, wenn du die Hälfte einsetzt. Ab nach Hause mit dem Shreks hier. Ja, schick halt den Jagdpanther rüber. Mach halt was mit deiner Infanterie. Was steht denn bloß blöd rum? Der Gegner macht, was er will. Der Gegner greift an, wo er will. Der Gegner hat die Hälfte der Map-Control. Du hättest schon vor 20 Minuten gewonnen, wenn du endlich was machen würdest. Wenn du rechts kämpfst, links ist scheißegal.
blöde 16er Munition, die holst du dir rechts locker, indem du die plus 2 10er Munitionen holst. Steh nicht auf deiner eigenen Mine rum mit deiner Pack. Wenn da irgendwann irgendwelche Off-Map drauf geht, explodiert sofort die Mine. Ja, jetzt hast du wieder Doppel-Shrek-Squad, aber nur wenn du nur die Hälfte einsetzt, verlierst du wieder gegen den Krokodil. Ja, diesmal wirst du ihn wohl kriegen, den Krokodil. Dreh den Pack nach oben um, dreh den Pack nach oben um. Off-Map, Off-Map raus da. Nee, Bombing Run war's. Ja, ist ja auch so eine Art Off-Map. Community-Kill passt. Ja, hat sich auch nicht rentiert für den Feind hier, den Bombing Run anzuwenden. Gib Off-Map her für den Shrek, dann treffen sie besser und laden schneller nach. Einstecken müssen sie ja eh nicht. Einstecken müssen sie eh nicht viel, es ist wichtig, dass sie treffen, wenn sie Doppelschreck haben, reinforcen, Mann, setz halt links was ein, Mann, so viele G43er links. So viele G43er, die würden es zu helfen, die Airborne Ranger. Was hast du rechts? Doppelschrecks. Ist ja wohl klar, dass du da drauf gehst. Und wenn du nicht endlich capst, dann kannst du überhaupt nichts mit deinem Manpower machen, weil du gar keinen Popcap hast. Was macht denn Squad in der Mitte? Steh auch bis blöd rum. Oh, Junge, Mann, greif halt an. Dann G43er Squad, was sagt rechts allein, Mann? Dann die Airborne Ranger schon mit 2 gegen die Rebel Boni. G43er Squad ab nach Hause. Ja, schön, dass du Brandnet einsetzt. Wunderbar, aber kämpf halt endlich mal mit deinen 5 Squads, die links bloß blöd rumstehen. Und kämpf endlich mal mit den Ketten gerade. Wozu zum Teufel ist es denn da? Ja, Doppelschreck versagen natürlich gegen Airborne Ranger. G43er Reinforce wieder ab nach vorne. Was war das hier? Ja, Granate auf deine Pack. Ja, Reinforce, gib Offbett her, der Pack. Die muss nichts einstecken, die muss treffen. Muss treffen und schnell schießen, da ist Offbett wichtiger. Ja, jetzt kämpft halt endlich wieder rechts, Mann. Schneid den Gegner am Kontrollpunkt ab und nimm ihm die gesamten Depots. Dann war das der letzte Bombing Run, den du in dem Match jemals gesehen hast. Oh, wenn du nicht endlich aufhörst, links rumzustehen, dann drehe ich echt ab, hey. Sorry, aber... Was soll denn das? Du kämpfst nur mit der Hälfte, wunderst dich, dass du drauf gehst. Jetzt kann es wohl nicht sein. Baut hier 3 nach für Gruppenziel, damit du noch mehr aushältst. Und dann bring auch mal ein AC gegen die ganzen Rifles. Und Cap halt endlich links, Mann. Was macht denn dein Ketten gerade? Steht nur rum. Jetzt Cap rechts, hopp, ab. Alles cappen. Konnte Gegner am Cutpunkt abschneiden. Was baut der Gegner? Hat im Moment 2 Man-Infanterie-Squads. Baut den Sherman, hat den Krokodil. Ist eine ganz passable Truppe. Bombing Run hat auch fast bereit. Wenn du nicht endlich mal anfängst, deinen Jagdpanzer einzusetzen, der bisher fast überhaupt nichts gebracht hat, dann hast du echt Probleme gegen die Panzer. Das muss alles nicht sein. Wieso kämpfst du nur mit der Hälfte? Ist ja klar, dass du drauf gehst. Beende das Spiel halt. Willst du nur zwecks Fun spielen? Du hast das Pack Off-Fett aufgerüstet, ist richtig. Jetzt setzt halt endlich mal was ein. Das ist ein Drop-Hack. Nee, Drop-Hack nicht. Ich glaube, das ist der ganz normale Leck. Der glaubt sogar, dass er noch gewinnen kann. Den ich auf einem Hafen rum. Den ich auf einem Hafen rum. Du bist Bombing und Strafing Run. Ziel mit deiner Infanterie. Verteile sie auf mehrere Flanken. Hier gibt es genug grüne Deckung. Lass dich doch nicht wieder die mittlere Siegmarke nehmen, wenn du zu Hause rüberlegen bist, fall dem Gegner in alles Flanken, nimm ihn auch noch von hinten, Mann, wenn du mit der Infanterie eh schon in der Flanke stehst. Nicht auf einem Haufen rumstehen, du bist Drafting Run Ziel. Ja, schieb die Pack nach vorne, greif mit Doppelschrecks den Krokodil an. Du bist Packziel, Off-Bet für die G43er. Ja, den Krokodil kannst du nicht ohne AT angreifen. Gib die Pack nach vorne, greif mit Doppelschreck an, greif endlich mit dem Jagdpanzer an, der erledigt den Gegner im Alleingang. Habe ich dir gesagt, dass du verdammt nochmal Dragon Run Ziel bist. Full Unit Kill. Super. Kannst nicht auf einem Haufen rumstehen. Jetzt hast du wieder nichts mehr gegen die Airborne Ranger. Meist Brandnetz. Wenn du bereit bist, schmeiß ihn. Greif halt endlich mit links, Mann. Da steht so ein Gegner auf jetzt herum links. Alles am Triple Wett und einfach Wett, Mann. Du aus die Airborne Ranger, die du reifest, nur noch weg, wenn du dich endlich mal kombinierst. Nur noch einem Haufen rumstehen. Auf ohne Ende. Geht gleich die nächste Treffer drauf, oder? Ja, dann noch nicht bereit. Weil er den Schaden abgegeben gegeben hat. Ja, jetzt versagst du. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Jetzt denke ich einfach auf, dass du... Ja, jetzt geht er über deine Artemine drüber. Jetzt aus der Kontrolle. Ja. Jetzt wirst du recht verjagt. Ja, ist auch kein Wunder, wenn du nur die Hefte da hast. Lalala. Der Schreck vom Feind liegt immer noch rum, der Gegner nimmt ihn sich einfach nicht, damit könnte dein Jagdpanther gefährlich werden. Zumindest legt du schön Artemien und schmeißt die ganze Flamme, die jetzt sehr schön ist. Dein Mikro im Detail ist ja ganz passabel, bis auf das, dass du immer auf einem Haufen rumbleibst. Aber dein Makro ist furchtbar. Ist furchtbar. Das kostet mich den letzten Nerv hier beim Zuschauen. Jetzt hat der Gegner wieder 2 Siegmarken, obwohl du 3-mal so viel Truppen auf dem Feld hast. Das ist echt, das ist unmöglich. Unmöglich. Bündel endlich deine Truppen. Wenn sich der Jagdpanther auch nur für 2 Minuten ins Spiel einmischt, dann ist es sofort für dich entschieden. Willst du überhaupt nicht schnell gewinnen? Willst du das Spiel hinauszögern? Dann ist das die richtige Methode.
Ja, deine Truppen links, die langweilen sich nur. Kepp halt mal mit dem Kettengrad, Mann, zum Teufel, für was ist es eigentlich da? Ja, schmeiß Braten jetzt rechts. Ja, ich fahr die Pack nach vorne und dann schmeiß ich wieder. Oder du setzt einfach eins von deinen Super G43er Squad mit Triple Bett links ein, aber es macht ja auch nicht. Du kannst nichts mehr machen, weil dein Popcap voll ist und weil du einfach nur deine Truppen nicht einsetzt. Was soll denn das? Cap, endlich mit den Ketten gerade den Zinnersprit im Eck. Wieso hast du den nicht schon längst geholt? Und stehe ich auf einem Haufen rum, der Gegner vermutlich mit der Strafing Run bereit. Ja, hat er gleich bereit. In ungefähr 10 Sekunden hat er ihn bereit. Ja, schießt auf den Sherman, rüstet deine Doppelstracks, würde ich aufrüsten, dann treffen sie besser und schießen schneller. Es ist wichtig, dass die Shrek schnell schießen und gut treffen, weil die Treffergenauigkeit von Haus aus eher Gülle ist. Ja, ohne Infanteriebekämpfungsfähigkeit kommst du recht sicher allzu weit. Weil die Rifles da sind, weil die Airborne Ranger mit Wett 2 da sind. Infanteriebekämpfungsfähigkeit wäre en masse links genug, um jeden Blob aufzuhalten, aber du setzt halt nicht ein. Ja, jetzt wird wieder rumgekämpft. Jetzt wieder ab nach Hause. Dem Gegner gehört die Hälfte der Map. So dauert das Spiel noch 5 Jahre, weil der Gegner schon unter 100 VP ist und du dreifach überlegen bist. Den Jagdpanzer, setz ihn für eine Minute ein und du entscheidest das Spiel für dich. Und zwar so eindeutig, dass selbst du nicht mehr angreifen willst. Nicht angreifen willst. Das ist dann so eindeutig, wenn diese scheiß Krokodil zerstörst, der Jagdpanzer da ist. Ja, ich weiß nicht, siehst du eigentlich die Truppen, die überall links rumrammeln? Siehst du die nicht? Kämpfst du freiwillig nur mit der Hälfte? Ich hab keine Ahnung. Baut hier 3 nach den Truppen, sind einiges. Schmeiß den Braten nicht drauf beim Cappen. Jawohl, geh hin und schmeiß den Braten nicht drauf. Jawohl, wunderbar, dein Einsatz mit Braten ist sehr lieblich. Wieder das Breath wieder drauf gekriegt. Dortine hätte geworfen. Was soll denn das Dortine da drüben sein? Oder war das Braten nicht auf Rüstung gebrannt? Keine Ahnung. Ja, das darf der Gegner nicht zumindest mal links an den Truppen da nicht komplett überflüssig rumstehen. Volles Bar, falls du irgendeinen Spot hast. Ja, rechts, was sagst du wieder? Ist auch klar, dass du verlierst, du hast nur die Hälfte. Du hast nur die Hälfte deiner Truppen, da ist kein Wunder. Gegner hat alles da. Gegner hat nochmal ein Krokodil gebaut. Wir sind bei 52 Minuten 4, 5, 6. Hast du den Tag nichts vor, dass du dieses Spiel so rauszögern willst? Musst du nicht mal essen oder aufs Klo? Dann beende dieses verdammte Spiel! Du hättest es schon vor 30 Minuten beenden können! Hast du nichts vor? Macht dir das Spaß, so lange rumzugammeln hier, den Gegner 15 Mal die Chance für Comeback zu lassen? Einen Mann ab nach Hause. Macht dir das Spaß? Macht es auch Spaß, 1000 Manpower zu flatten und nichts bauen zu können, weil dein Popcap ausgeschöpft ist? Falls nicht, dann cap endlich mal mit dem Kettengrad. Mann, du hast links so viel, du kannst die Base jederzeit angreifen. Jetzt passiert wieder gar nichts. Der Gegner ist so schön aktiv. Der Gegner ist so schön aktiv, der macht so schön viel. Und du machst gar nichts. Jetzt greift er dich links an. Ich schlaf schon fast am Bildschirm ein. Ja, setz halt deinen Jagdpanzer ein. Bevor du hier übel drauf gehst gegen den Crocodile. Ja, der Jagdpanzer langweilt sich nur. Wozu hast du AT-Dog drin genommen, wenn du den Jagdpanzer nicht einsetzt? Dann hättest du es verheizt. Ja, der Jagdpanzer, was machst du denn? Da ist ein Crocodile, Mann. Der Jagdpanzer ist ein der Jagdpanzer, wie der Name schon sagt, ist ein Panzerbekämpfer. So, jetzt hast du wieder überall deine Truppen zurückgezogen, und weil du überall einzeln gekämpft hast und deine Truppen, deine Jagdpanzer nicht einsetzt, weil du nichts einsetzt, weil du nur drauf gehst an den einzelnen Fronten. Jetzt kassier rechts den Sherman, steht zu sehr auf einem Haufen. Ja, schwerer Treffer, ordentlich HP-Verlust, der unten sogar einen Mann tot. Aber der Sherman geht auch drauf. Wenn du den Pack nicht mitschnippst, hast du trotzdem keine Chance, werde ich kitet. Ja, wieder auf einem Haufen rumsteht, Shrek liegen gelassen. Nimm die Shreks auf. Nein, nicht liegen lassen, Mann. Wenn jetzt Airborne Ranger holt, die beiden Shreks aufnimmt, dann kriegt er deinen Jagdpanzer. Und da liegt noch eine Shrek rum. Wenn er alle Shreks aufnehmen würde, würde er dein ganzes Fahrzeug allesamt durchnehmen. Oh, 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 oh. Hey, mein Spielerherz schmerzt, wenn ich mir das hier ansehe, dass du nichts einsetzt. Nimm dir die Shreks unbedingt auf, Shreks aufnehmen. Sherman, Schuss auf den Sherman, du hast genug Shreks da, irgendwer trifft schon und dann geht der Sherman down. Stehst du sehr auf einmal auf und rum. Vorsicht vor Strafing Run, Gegner kann ihn bereit haben. Ja, wenn er Nachschubabwurf hernehmen würde, hätte er ihn bereit, dann hätte er auf schlagartig wieder 2 Full Unit Kills. Ja, was will er denn hier mit den Airborne Ranger gegen so viele Squads mit G43 frontal? 2 Full Unit Kill, was dieser Idiot denkt, überhaupt nicht mit? Nicht auf einem Haufen rumstehen, Mann, du bist Drafting Run Ziel. Nimm die beiden Tracks auf mit den Squads, die vor deiner Homebase rumlingern und ein Triple Bett haben. Nicht auf einem Haufen rumstehen. Du kriegst ja mal Drafting Run drauf, wenn der Gegner auch nur ansatzweise Hirn hätte.
Da würde ich das Strafing Gun legen, du hättest schlagartig zwei Full Uniclips, der Strafing Gun hätte sich allein schon vom Munitionsverhältnis her rentiert. Kriegt der Gegner wieder alle drei Siegmarken? Was soll denn das? Jetzt greifst du endlich mal mit dem Jagdpaar den Krokodil an. Wo bleibt die Infanterie, um die Pack zu erledigen? Ja, rein ins Haus, G43er kassiert die, geh mit Shrex gegen den Krokodil vor und zerstör ihn. Das schaffst du auch. Ja, links kommst du nicht klar, weil du keine Infanterie hast, rechts kommst du nicht klar, weil du keine Panzer hast und Strafing Run Ziel bist du die ganze Zeit und Map Controller ist überhaupt keine, obwohl du dreimal so viel Truppe hast und 15-fach überlegen bist. Falls du Athen jetzt erforscht hast, musst du den links einsetzen, schmeißt sie durchs Haus durch. Ja, du stehst nur rumstehen. Jetzt hast du dich rechts zurückgezogen, kurz bevor du gecappt hättest, jetzt hast du ganz wieder volles Popcap. Mann, Junge, mach halt was, dein Kettengrad, seit 40 Minuten. Der Fahrer, der hat sich so lange nicht bewegt, der kriegt schon Thrombose. Jetzt kippt der Gegner dir wieder die halbe Map weg. Sherman hast nicht getroffen. Das ist, die haben einen Shrek verloren, diese Squad. Oder nee, die hatten nur von Haus aus einen. Ja, du greifst mit der Hälfte an, klar, dass du drauf gehst. Was soll denn das? Deine gesamten Truppen hängen rechts plus blöd rum, in der Mitte hängt ein Squad, dein Kettengrad setzt sich ein, dein Jagdpart ist hinten. Vorne verlierst du wieder, jetzt kriegst du Shrek-Drop. Was soll denn das? Unmöglich, unmöglich, dein Spiel steht unmöglich. Brauchst dich eh nicht wundern, wenn du alle Spiele verlierst, die du in Zukunft machst. Bei deinem Makro echt zum Kotzen. Dein Mikro ist gut. Immer verlangsamen, immer schön Brandnetz drauf, genau richtig. Aber dein Makro ist eine Katastrophe. Alles, was du mit deinem Mikro gut machst, machst du mit deinem Makro wieder kaputt. Ja genau, schwärm rechts aus und kipp alles. Damit du endlich deine Manpower wieder hernehmen kannst, kriegst du links einen Jagdsticker an deinen Jagdpanzer, ist echt nicht nötig, zieh dich einfach zurück. Mit Motorschaden fährt er bloß noch 40% der normalen Geschwindigkeit. Das ist echt nicht nötig. Halt auf Distanz. Cap halt rechts, Mann. Wieso nimmst du die Pose nicht ein? Nimm halt die Siegmarken. Gib den Gegner VP-Pressure. Du bist auf 150 VP runter. Unmöglich. Bei deiner Überlegenheit auf dem Feld. Bei deiner Überlegenheit auf dem Feld hat der Gegner 2 VPs. Das ist doch Irrsinn. Und hol dir die Schreck, die da hier rumliegt. Der hat der Gegner M10 gebaut. Das fährt über deine AT-Minen wieder drüber. Nee, ist nicht drüber gefahren, aber über irgendeine Pferde schon drüber. Nee, tatsächlich über keine drüber gefahren. Gehen gleich mal ein paar Shrek-Treffer hier. Links, das reicht auch. Ich weiß nicht, warum der Gegner Panzer-Alleinangriff macht. Da braucht sich echt nicht wundern, wenn er da drauf geht. Panzer-Alleinangriff hat doch nie funktioniert in diesem Spiel. Ja, jetzt holen die sich deinen Jagdpanzer. Wir haben zumindest die Chance, man setzt deine Fahrzeuge noch nie allein an. Ja, jetzt haben wir das Strafing, dann bist du einfach einen Haufen stehen geblieben. Das war klar, habe ich ja vorhin schon die ganze Zeit gesagt, dass du nicht auf einem Haufen kämpfen darfst. Man schwärm aus und cap halt einfach rechts, dann kannst du deine Manpower wieder nutzen. Ist dein Popcap voll? Wieder nochmal Sticky am Jagdpanzer, kannst du Motor zerstört haben? Nee, Glück nicht. Ja, jetzt dein Kettengrad hast du bewegt. Hey, dass ich das noch heute erleben darf, ist echt ein Weltwunder. Aber jetzt fällt es drauf, was wolltest du mit dem Kettengrad? Wieso nach vorne geschickt, damit es drauf geht? 1A-Sache, hey, Junge, perfekt. Ja, bei Kettengrad, oder? Ja, Kettengrad ist aufgegangen. Wunderbar, die zwei Mann jetzt ziehst auch zurück. Die haben AT-Waffen. Was willst du denn gegen Rifles mit Bar mit AT-Waffen? Ja, rechts langweilen sich wieder nur alle. Rechts langweilen sich alle bloß. Und während du links wieder mal ordentlich verkackst, dein Jagdpanzer läuft sogar Gefahr drauf zu gehen. Die Grants hier haben keine Zusatzwaffen. Der Jagdpanzer ist gefährlich. Wieso hättest du nichts ein von dem, was du rechts hast? Wenn die einen Jagdpanzer kriegen, dann könntest du sogar noch gewinnen, weil du lange nicht mehr genug AT hast. Wenn die mit der Infanterie klug deine Shreks ausschalten. Ey, dein Spiel steht jetzt unmöglich. Brauchst dich echt nicht wundern, wenn du verlierst. Brauchst dich nicht wundern, wenn du das noch verlierst. Ja. Young Panther sagt, das Fahrzeug füllt sich mit Qualm. Dein Spielstil füllt sich auch mit Qualm. Ja, jetzt läuft der Gegner in deine Base ran, kassiert Feeling Flag vorher, ist echt selber schuld. So ein Trottel. Kriegst nochmal Sticky hin? Nein, bisschen kommen. Ja, sei froh, Mann. Verbesserte Reparaturen, repariert deinen Jagdpanzer, setz ihn nie wieder allein ein. Halt endlich mal deine Truppen zusammen. Du greifst links wieder nur mit der Hälfte an. Brauchst dich nicht wundern, wenn du wieder drauf gehst. Wenn du down verlierst, du brauchst dich echt nicht wundern. Ah! Ich wäre aggressiv, Mann. Dein Mikro ist gut, dein Makro ist furchtbar. So was habe ich noch nicht erlebt, solche Unterschiede, solche gravierenden. Hätte mir nicht gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Hätte mir gedacht, wer ein gutes Mikro hat, muss auch ein gutes Makro haben. Veteranstatus gibt wieder offensiv her. Schön wieder Brandnet eingesetzt. Wunderbar, dein Brandnet-Mikro ist toll. Aber jetzt hast du wieder links nur die Hälfte deiner Truppen. Jetzt gehst du wieder drauf gegen den Krokodil. Ja, jetzt verlierst du deinen Triple Off. Ja, zum Glück nicht, okay. Oh, Junge. Die letzten 40 Minuten hat sich in dem Match absolut nichts getan und bist bloß rumgestanden. Very good game, überhaupt nicht very good game von dir. Du hast deine Truppen nicht einmal zusammengehalten. Jetzt reparierst deinen Jagdpanzer. Ja,
Ich hätte es echt gerne erlebt, dass du jetzt endlich mal die Post capst. Das Spiel kann noch 30 Minuten dauern bei deinem verschissenen Makro. Echt wahr? Was du mit dem Mikro gut machst, was mit dem Makro alles kaputt. Du bist ein total zahnloser Tiger, Mann. Du musst was machen. See you later, where from? France. Ja, er war total aggressiv. Er hat halt das Problem, dass er schlechteres Mikro hatte und dass er my best game so far, I think. Ja, also close and really hard. Überhaupt nicht close. Du warst die ganze Zeit dreifach überlegen. Du warst die ganze Zeit dreifach überlegen. Was war denn daran close? Du hast immer bloß mit einem Viertel deiner Streitmacht gegen den Gegner gekämpft. Und da hat er dann natürlich teilweise gewonnen. I add you to the friend list. Ja, aber Mann, du musst unbedingt aggressiver werden. Ja, Spiel ist endlich vorbei. Oi da, ey. Das ist ja wohl lächerlich, oder? Dass du nur immer mit einem Viertel deiner Truppen kämpfst. Dass du dann verlierst, ist ja klar. Und warum kämpfst du dem Feind nicht die Map weg, wenn du ihn auf offenem Feld geschlagen hast? Du gibst ihm ja nur die Chance auf zig Comebacks, wenn du ihm die Map nicht wegkämpfst. Der Gegner hat im Early auch irre viel Fehler gemacht, hat drei Pyro Start mit Baracken und dann überhaupt nichts mit den Baracken gebaut. Überall Outpost drauf, kompletter Bullshit. Wenn du da anständig drauf reagierst und nur rechts kämpfst, dann machst du ihn platt ohne Ende. Mann, die rechte Seite ist wichtig, auf die linke Seite ist total geschissen. Die linke Seite interessiert überhaupt nicht. Die eine Siegmarke da, die kannst du sowieso auf Dauer nicht halten. Und links ist total beschissen zu kämpfen für PE, weil die Anlaufwege für den Feind zu kurz sind, weil hier überall Häuser sind und es ist kacke zu halten. Der Gegner ist hier irre schnell da, der kann dich mit Sniper aus dem Hinterhalt fertig machen und kommst gar nicht ran. Rechts ist viel besser, weil offen. Rechts ist viel besser, weil offen, kürzere Anlaufwege zu deiner Base als zur Feindbase und zwei Siegmarken mehr die Pose und bessere Position. Links ist scheiße. Kämpf rechts in Zukunft auf der Map. Das wüsstest du übrigens, wenn du schon mal einen meiner Kommentare angeschaut hättest. Also Langriss zu den Langriss-Matches, dass man auf der Seite rechts kämpft. Schön, einigermaßen gefallen hat mir T2-T4 mit AT-Druck drin. Da gibt es nichts auszusetzen. Dein Fahrzeug-Mikro war schlecht. Dein Infanterie-Mikro war sehr gut im Detail. Brandnetz verlangsamen die ganze Zeit. Viele Folionikills optimal. Bloß nicht auf einem Haufen rumstehen. Das war der Fehler in deinem Infanterie-Mikro. Du kannst jetzt natürlich Strafing Run. Nicht auf einem Haufen rumstehen. Der Fahrzeugmikro war eher schlecht. Den Headset hätte schon längst zurückziehen müssen. Er hat völlig grundlos verloren. Die meisten Half-Tracks hast du auch völlig grundlos verloren. Mit dem Jagdpanther hättest du schon viel früher abhauen müssen. Man lässt sich kein Sticky an den Jagdpanther hinkleben. Der ist viel zu schnell. Sowas darfst du nicht zulassen. Dein Half-Track-Mikro war eine Katastrophe, dass du die alle nicht eingesetzt hast, dass du den Mörser nicht eingesetzt hast und dann verloren hast, dass du deine Infanterie-Half-Tracks kaputt schießen hast lassen, während dein AT-AT schon da war. Der ist bewegungsunfähig, der macht. Fall einfach aus der Reichweite, dann behältst du deine Fahrzeuge. Wenn du in der Reichweite stehen bleibst, verlierst du alles, dann gehst du drauf. Ist ja klar, dass du dann verlierst. Mann, wenn du ihn bewegungsunfähig geschossen hast, dann schießt du mit dem M8 auf Long Range kaputt, da die Reichweite des AT-AT ist größer als die des M8 und verpisst dich mit allen anderen Fahrzeugen und Einheiten aus dem Schussfeld. Damit kann der Gegner überhaupt nichts mehr anrichten. Und du hast rechts überhaupt nicht gekappt, das ist eine Katastrophe. Du standest rechts die ganze Zeit bloß blöd rum, hast überhaupt nichts gekappt. Dann standest du links mit 5 Squads, 3G43er Squad mit Triple Offwet. Nur blöd rumgestanden. Mann, Todsünde. 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 Der Fehler, dass du nur mit der Hälfte deiner Einheit den kompletten Feind angreifst, ist genauso schlimm wie ein Panzer-Alleinangriff. Das hat übrigens der Gegner gut beherrscht. Kein Wunder, dass du drauf gehst. Echt wahr. Das Spiel hätte schon vor 40 Minuten aus sein müssen. Die letzten 40 Minuten, dass der Gegner sich gehalten hat, lag einzig und allein daran, dass du ihm nicht die Map weggekappt hast und im HQ angegriffen hast. Du hättest die Kräfte, hättest du 5 Mann gehabt. Bei dem Angriff hättest du vielleicht 5 Mann verloren und der Gegner 30. Echt, Alter, also. So geht's gar nicht. Der Gegner war schlecht. Wenn du mal gegen den besseren Gegner kämpfst, du kannst einfach nicht die Hälfte deiner Einheit irgendwo stehen lassen. Das kannst du nicht bringen. Ja gut, bevor ich mich jetzt hier noch mehr aufreg, gehe ich lieber einen saufen. Ist auch schon 11 Uhr. Also dann, gell? Wir sehen uns auf COHQ. Sei mir nicht beleidigt, dass ich so hart kritisiert habe, aber ich verspreche dir, die Kritik war berechtigt. Tut mir echt leid. Aber die letzten 40 Minuten waren einfach überflüssig. Das Match war schon längst vorbei und du hast es noch rausgezögert ohne Ende. Dem Feind 10-mal Chance auf Comebacks gegeben. Das muss echt nicht sein. Okay, also jetzt muss ich mich wirklich aufhören aufzuregen und kriegen noch einen Herzinfarkt. Also wir sehen uns auf THQ. Bis dann.